Hallo und herzlich willkommen bei Silberbum. Heute machen wir mal einen Produkttest, den ich schon lange mal machen wollte, aber jetzt habe ich das Produkt endlich mal bestellt. Das gibt es bestimmt auch noch von anderen Anbietern. Das ist eine Creme, die man aufs Augenlid aufträgt und dann muss man das mit so einer kleinen Gabel, Moment, ich habe sie unter dem Kleenex-Tuch, mit so einer kleinen Gabel soll man das dann anschubsen und dann ist man das Schlupflid weg. So, und das testen wir mal aus. Hier an dem Auge habe ich das schon vor einer guten Minute gemacht, damit das ein bisschen antrocknen kann. Am anderen Auge mache ich das jetzt mal ganz frisch. Das ist leider sehr flüssig. Erstmal habe ich gedacht, das hat sich vielleicht nur ein bisschen abgesetzt und habe so ein bisschen rausgedrückt aus der Tube, gequetscht, geknetet, geschüttelt. Aber es bleibt tatsächlich dünnflüssig. Und ich trage es mal jetzt mit einem Pinsel auf. Nimm einfach so ein ganz klein bisschen aus der Tube. So, gehe jetzt hier über die Lidfalte. Mache ich deshalb mit dem Pinsel, dann kann ich es ganz genau dosieren. Was da passiert, wenn man jetzt Lidschatten aufgetragen hatte, also viel Lidschatten, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich wollte jetzt erstmal starten mit keinem Lidschatten. So. Hier an dem Auge, wo das jetzt schon ein bisschen angetrocknet war, drücke ich das jetzt hier mal mit dem Stäbchen ein. Also so wie das immer in den Filmen ist, dass man es dann drückt und dann ist das sofort weg, das Schlupflid. Das passiert hier nicht, weil irgendwie kommt das immer wieder so mit nach vorne. Ich gehe mal noch ein bisschen an die Kamera, näher an die Kamera ran. Also es klebt schon ein bisschen zusammen, aber es kommt immer wieder mit raus. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen dusselig damit, ich weiß es nicht. Auch hier nochmal. Diese Filmchen, die man halt, diese Werbefilmchen, die man damit sieht, das sind meistens Asiaten. Von daher kann man davon schwer ausgehen, dass das auch ein asiatisches Produkt ist. Ich habe jetzt noch nicht mal geguckt, wo es steht, wo das produziert ist, aber ich gehe mal davon aus. Und bei solchen Dingen bin ich ja schon eher etwas vorsichtiger. Aber das funktioniert nicht. Also ich habe vor Jahren das schon mal gezeigt mit, okay, wenn man jetzt zum Beispiel so macht, dann klebt zusammen. Ich habe das vor Jahren schon mal mit einem Wimpernkleber gezeigt, dass man das mit einem Wimpernkleber machen kann. Wobei alles, was flüssig ist am Auge, ist mit sehr viel Vorsicht zu behandeln, weil wenn man das zum Beispiel jetzt aus der Tube auftragen würde und es läuft ins Auge, ist ja gar nicht dran zu denken, was ein Kleber am Auge macht, auch wenn es nur ein leichter Kleber ist, auch wenn man es auf dem Finger hatte. Also wenn, würde ich es schon mit einem Pinselchen auftragen, aber das hier fühlt sich komisch an. Also wer damit gute Erfahrungen gemacht hat, kann das auch gerne hier reinschreiben. Für mich ist das ein Produkt, gekauft, probiert, gezeigt und weggelegt. Also das, ne? Auftragen, hier einmal andrücken, Lidfalte weg, das ist Trick. Das ist Trick, das funktioniert hier leider nicht. Braucht man das? Braucht man nicht? Also da finde ich mit Abstand die kleinen Pflaster besser, diese Gewebepflaster, die man aufkleben kann, um das Schlupflid wegzuhalten, weil das wird sich ja auch mit Sicherheit über einen Tag dann lösen. Und wie sieht es bitte dann aus? Ich weiß nicht. Entscheide selber, ob das eine Möglichkeit für dich wäre, das Schlupflid wegzukleben. Wir machen noch mal so. Aha. Ja, also
Ach nee, aber es hatte mich interessiert und ich weiß nicht, ob du affin bist für solche Videofilmchen, gerade bei Instagram zum Beispiel. Vielleicht kannst du dir das Testen dann sparen. Oder du sagst, oh, das finde ich super, das klebt da zusammen und ich habe es für dich getestet. Sag aber nachher nicht, ne? Das ist nichts. Für mich ist es nichts. Für dich vielleicht oder für dich. Für mich ist es nichts. Und das ist aber jetzt nur mein Empfinden. Das fängt so ein bisschen an zu jucken. Also ich mache es mal schnell ab. Wir haben es getestet. Ich wollte schon immer mal testen. Auch wenn ich vorher weiß, das wird bestimmt nichts werden, aber kann ja auch mal was dabei sein, wo man sagt, hurra, hurra, ich habe was gefunden. Ich halte es nochmal in die Kamera, aber wie gesagt, das gibt es mit Sicherheit auch von ganz, ganz vielen anderen Firmen.